Herr Mönch, Sie haben Ihr eigenes Sternentor. Ja, immer, solange keine Wolken da sind. Und das heißt, dass Sie diese Mikroskope... Herr Mönch, Sie haben Ihr eigenes Sternentor. Sie benutzen Ihre Fernrohre, um in die Nacht zu gucken, um etwas festzustellen, um etwas zu sehen und vielleicht auch etwas Neues zu sehen. Naja, Neues zu sehen wird schwierig, weil dazu sind ja die großen Institutionen wie NASA, ESA zuständig mit ihren großen Weltraumteleskopen, wo ja einige rumspüren. 2006 geht ein neues Weltraumteleskop in Betrieb, noch größer, 6 Meter Spiegel, also dreifacher Spiegelmessung. Wir machen eher so Hausmannskost, wie man so schön sagt. So wie jetzt gerade schön am Himmel zu sehen ist ein Komet, der IKEA Zang. Ist ein sehr schönes Objekt momentan am Berliner Himmel, wenn wir keine Wolken haben. In südöstlicher Richtung sehr schön zu sehen, auch relativ hell, auch mit bloßem Auge zu erkennen. Und mit dem großen Spiegelteleskop natürlich, dann lässt sich der Schweif schon auflösen. Jetzt kommt gleich natürlich die nächste Frage. Sie haben Routine. Wie viele Tage im Jahr stehen Ihnen da zur Verfügung? Also richtig gute Nächte, 4, 5. Wo wir also wirklich sagen können, wir können mit 300-400-facher Vergrößerung Planeten beobachten. Da ist keine Luftunruhe, die Planeten sind sauber, schön, klares Bild ist im Teleskop zu sehen. Ansonsten vielleicht von 365 Tagen mal abgesehen, schätzungsweise bei guten Verhältnissen im Sommer dann auch die Hälfte etwa, also 150 Nächte. Aber wie gesagt, nur 4, 5 Top-Nächte, die also zum Beobachten wirklich sehr gut geeignet sind. Nun stehen Sie unter derselben Situation wie meinetwegen die Kopernikus-Sternwarte oder die anderen Sternwarten, denn die sind ja ebenso auf den freien Himmel angewiesen wie Sie. Ja, wir fahren aber allerdings auch sehr oft raus ins Berliner Umland, Baruther Ecke. Und da haben wir uns mal 96 intensiver mit beschäftigt, wo die dunkelsten Orte in der Umgebung von Berlin sind. Und sind drauf gekommen, Baruth ist also der drittdunkelste Ort in ganz Deutschland. Und da sieht man also auch die Milchstraße richtig schön quer über den Himmel und ungefähr so 6.500 Sterne. Im Gegensatz zur Berliner Nacht haben wir vielleicht 500, 600 Sterne, die wir wirklich mit bloßem Auge sehen. Und da draußen sind es dann ein Zehnfaches. Das heißt, dass Sie wirklich die Dunkelheit brauchen um sich herum, um nicht zu wenig zu sehen. Ist das richtig so? Ja, auf jeden Fall. Also war ja schon damals zu Galileos Zeiten 1602 gewesen, wo er angefangen hat, mit seinem Teleskop zu beobachten. Der Mann hatte kein Streulicht, die Straßenlaternen gab es noch nicht. Kerzen wurden nachts in den Häusern ausgemacht wegen der Brandgefahr und der Mann hatte also wirklich einen absolut genialen Himmel. Sie haben hier ganz tolle Geräte zu stehen, die ja doch sehr Eindruck machen, zum Beispiel dieses Gerät. Was ist das für eins? Das ist ein Schmidt-Cassegrain-Gerät, hat vorne am Ansatz der Optik eine Korrektionsplatte. Das Gerät selber hat einen 20 cm Spiegel, 2 Meter Brennweite, etwas mehr sogar noch, um genau zu sein, 2030 mm. Ist in Amateurkreisen eigentlich so das Arbeitspferd schlechthin. Ist sehr weit verbreitet, hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Von der Qualität
auch ein sehr gutes Bild. Auch im fotografischen Bereich wird es sehr oft genutzt. Und ich möchte sagen, so von den Leuten, die ich so kenne, jeder Dritte arbeitet damit. Also das ist aber auch, um in die Sterne zu gucken, ja? Damit lässt sich alles sehen. Also dieses wirklich so ein Allround-Gerät. Hier dieser große Refraktor ist mehr geeignet für Planetenbeobachtung, aber durch den Spiegel bei diesem Schmidt-Cassegrain-Gerät lassen sich Nebelstrukturen richtig schön sauber auflösen. Galaxien ist kein Problem, Sternhaufen. Also es ist wirklich so der Allrounder überhaupt unter den Teleskopen. Bei diesem langen Gerät haben Sie einen Fotoapparat dahinter, wie ich sehe, und können das Gesehene vermutlicherweise auch aufzeichnen. Das ist richtig. Ja, also so wie es jetzt angeschlossen ist, nutze ich eigentlich nur das Teleskop als 1000 mm Teleobjektiv. Es besteht aber noch die Möglichkeit, mit speziellen Fotoadaptern das Vergrößerungspotenzial auch noch auf die Filmebene zu bringen. Und dann wird allerdings noch nachgeführt. Momentan sind sie nicht eingebaut. Da sitzt hier ein Schrittmotor. Und an dieser Achse sitzt ein Schrittmotor, dass das Gerät richtig nachgeführt wird. Und dann sind auch Belichtungszeiten von 2-3 Stunden kein Thema mehr. Also Belichtungszeiten so lange, ja? Ja, Belichtungszeiten bis zu 3-4 Stunden ist kein Problem. Das Gerät wird dann, also der Fotoapparat wird dann richtig nachgeführt und man hat immer punktförmige Sterne. Eine andere Frage, Sie haben dort hinten ein relativ kurzes Gerät zu stehen, auch mit Fotoapparat. Dieses kurze Gerät, was können Sie zu dem sagen, wofür benutzen Sie dies? Ja, ist so mein Lieblingsteleobjektiv, wird also liebevoll Russentonne genannt, weil es ist ein Maksutov, ist von einem Russen gebaut, kommt auch aus Russland. Das Gerät hat 1000 mm Brennweite, hat einen 110 mm Spiegel, ist schon sehr lichtstark und eignet sich also zur direkten Fotografie auch sehr gut in diesem Bereich. Sie haben dort hinten noch ein relativ kleines Gerät mit einem Fotoapparat hinten dran. Wozu benutzen Sie das? Nur zu fotografischen Zwecken. Es ist ein Maksutov Telespiegelobjektiv oder Spiegelteleobjektiv besser gesagt, wurde in Russland gebaut, 110 mm Spiegeldurchmesser, 1000 mm Brennweite und wird eigentlich liebevoll Russentonne genannt von uns allen. Und aufgrund der geringen Baulänge und auch des relativ geringen Gewichtes für Expeditionen auch sehr gut geeignet. Und es gibt einige Leute im Bereich der Sternwarte, die auch dieses Spiegelteleobjektiv zum Fernrohr umgebaut haben. Die haben sich also hinten noch einen Okularauszug eingebaut und nutzen es auch wegen der guten optischen Eigenschaften als Fernrohr. Jetzt mal zu diesem Gerät noch eine Frage. Kann dieses Gerät auch für die normale Fotografie eingesetzt werden als Teleobjektiv? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben damit auch schon Tieraufnahmen gemacht oder Porträtaufnahmen über größere Entfernungen. Ist gar kein Problem. Wir haben ja die Paparazzi, die so gerne Aufnahmen machen über Tausende von Metern, die relativ dicht dran nachher in der Abbildung sein sollen. Wäre dieses Gerät dazu auch geeignet, ja? Weniger, weil dieses Gerät braucht einen soliden Unterbau, also sprich ein Stativ, damit es ruhig gehalten werden kann. Also freihändige Fotografie ist mit diesem Gerät überhaupt nicht mehr möglich. Es ist der gleiche Effekt wie bei einem 50x70 Fernglas, wenn man das benutzt. Man wird nie ein ruhiges Bild haben, weil dieses Hände zittern sich extrem auf die Optik überträgt. Jetzt haben Sie hier noch ein relativ kleines, in Anführungsstrichen natürlich, relativ kleines, aber doch recht monströses Gerät. Wozu benutzen Sie das? Ist eigentlich nur noch so ein bisschen so Begleiterscheinung. Das war eines der Einstiegsgeräte. Ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis relativ geringfügig. Also der Preisaufwand für dieses Gerät beläuft sich so, je nachdem, wo man es kauft, zwischen 100 bis 200 Euro. Im Gegensatz zu den großen Geräten, die so bei 1500 Euro erst losgehen, wo man dann weitaus mehr noch an Zubehör mit reinsteckt. Und wer sich für Astronomie interessiert und sagt, ich möchte erst mal gucken, wie lange bleibe ich überhaupt dabei, komme ich mit den Sternen zurecht, finde ich mich am Himmel gut zurecht, der ist eigentlich mit diesem Gerät für die ersten 2 Jahre gut beraten. Und wer aber gleich weiß, er möchte auf jeden Fall mehr machen und fotografisch einsteigen, der sollte sich diese kleine Anschaffung schenken und gleich richtig Geld ausgeben. Und wie gesagt, in einer 1500-Euro-Region einsteigen, da hat er eine Mehrfreude dran. Eine Frage noch, wenn Sie so die Sterne beobachten, sehen Sie da auch Satelliten? Satelliten sieht man schon mit bloßem Auge, selbst am Berliner Himmel. Die ISS mittlerweile ist so hell geworden, dass sie zu den dritthellsten Objekten überhaupt nach Sonne und Mond zählt. Und wir hatten letztes Jahr im Februar das Glück gehabt, wo das Shuttle Atlantis an der ISS angedockt war.
kam die ISS von Nordwesten, flog nach Nordosten und genau am Zenit über uns trennten sich beide Objekte voneinander und man hat beide Lichtpunkte gesehen. Also war fotografisch sehr schön, obwohl viele gesagt haben, na, jetzt haben wir ein Bild versaut, aber diese Lichtpunkte auf den Bildern, die sind schon... Also Sie haben sich natürlich nicht nehmen lassen, diese Bilder zu machen, ja? Da, also so ein Bild, wenn ein Satellit durchs Bild geht, das hebt man auf. Also man zeigt es zwar nicht überall, aber man hebt es trotzdem auf. Gut. Ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken.